In der Verpackung des Design Inlay Kits finden Sie alles, was Sie brauchen, um eine Vielzahl von Mustern oder Einlegearbeiten mit Ihrer Oberfräse herzustellen. Beginnen Sie zuerst damit, die mitgelieferte Turnlock-Grundplatte auf Ihre Oberfräse zu montieren. Dazu liegt ein Zentrierstift bei, den Sie einfach in die Oberfräse einspannen. Anschließend stecken Sie die Grundplatte mit der eingesetzten 17 mm Hülse auf den Zentrierstift. Drehen Sie die Platte bis mindestens 2 bis 3 Bohrungen in der Platte mit den Schrauben in Ihrer Oberfräse übereinstimmen. Wenn Sie die Turnlock-Grundplatte doch befestigt haben, können Sie Ihre Kopierhülsen zukünftig in Sekundenschnelle wechseln, ohne zusätzliches Werkzeug. In der Turnlock-Grundplatte befinden sich für nahezu jedes Oberfräsenmodell die entsprechenden Befestigungslöcher. Starten Sie Ihre ersten Designversuche, indem Sie einfach aus der Bedienungsanleitung einen der vielen Mustervorschläge aussuchen. Zu jedem Muster finden Sie dort auch alle weiteren Infos wie Schablonennummer, Drehintervall oder die entsprechende Kopierhülsengröße. Spannen Sie danach den mitgelieferten V-Nut-Fräser in Ihre Oberfräse ein. Anschließend drehen Sie die 17er Kopierhülse in die Turnlock-Grundplatte ein. Stecken Sie als nächstes die beiden Hälften der Schablonenhalterung zusammen und legen Sie die gewünschte Schablone ein. Es ist hilfreich, wenn Sie sich auf dem Werkstück die Mitte des Musters anzeichnen. Sie können die Schablone dann sehr präzise über das Mittelpunktsloch ausrichten und anschließend mit Zwingen auf dem Werkstück fixieren. Mit einer Zeichenhilfe, deren Enden passend auf die beiden Hülsengrößen abgestimmt sind, sollten Sie das Muster zuerst immer mit einem Bleistift aufzeichnen, bevor Sie es mit der Fräse nacharbeiten. Die mit Buchstaben markierten Rasterungen helfen Ihnen dabei, den richtigen Drehintervall einzuhalten. Beispielsweise bedeutet ein Zweierdrehintervall, dass die Schablone immer von A nach C und wieder von C nach A gedreht werden muss. Wenn das Muster Ihren Vorstellungen entspricht, müssen Sie nur noch mit Ihrer Oberfräse die Schablone abfahren. Dabei ist es besonders wichtig, dass die Kopierhülse immer fest an der Schablonenkante anliegt und die Fräse im Uhrzeigersinn die Schablone abfährt. Dann sorgt nämlich die Fliehkraft des Fräsers dafür, dass die Maschine automatisch gegen die Schablonenkante gedrückt wird. Achten Sie auch wieder darauf, die Schablone in die richtige Rasterung einzusetzen. Zur Kontrolle können Sie sehr gut das vorher mit Bleistift aufgezeichnete Muster benutzen.
Sie werden begeistert sein, wie einfach und präzise Sie mit dem Design-Inlay-Kit von Malzcraft und Ihrer Oberfräse eine schier unendliche Vielzahl wunderschöner Muster herstellen können. Verschönern Sie bestehende Türen. Erstellen Sie durchbrochene Muster in Holz, in Acrylglas und in vielen weiteren Kunststoffen. Um mit den Schablonen Einlegearbeiten herzustellen, befinden sich im Kit ein Spiralnutfräser und zwei darauf abgestimmte Kopierhülsen. Spannen Sie zuerst den Spiralnutfräser in Ihre Oberfräse ein. Drehen Sie anschließend die 17er Kopierhülse in die Turnlock-Grundplatte ein. Befestigen Sie die Schablone mit dem gewünschten Muster auf dem Werkstück und fräsen Sie anschließend mit der Oberfräse zunächst nur den äußeren Rand des Musters heraus. Danach bewegen Sie die Oberfräse so lange hin und her, bis das gesamte Muster herausgefräst wurde. Wechseln Sie danach die Kopierhülse und drehen Sie die kleine 11,11 mm Hülse ein. Fräsen Sie dann mit der gleichen Schablone aus einem dünnen Sperrholzbrett das Einlegestück heraus. Mit etwas Farbe können Sie dann das Einlegestück in einem schönen Kontrast erscheinen lassen. Die hohe Passgenauigkeit der Teile kann man nicht nur sehen, sondern auch hören. Das Design-Inlay-Kit von Malzcraft ist genau das Richtige für kreative Holzarbeiten.